Willkommen zurück zu Plague Incorporated und weiter geht's. Heute wieder Hauptspiel, aber diesmal schauen wir uns die speziellen Seuchentypen an. Und zwar den Neuraxwurm. Ich habe den schon auf einfach gespielt, aber jetzt werde ich das Ganze auf normal machen. Und den Namen lassen wir so. Ja, Gamecode ist, denke ich mal, an sich nicht so wichtig. Vor allem hier auf normal. Es ist relativ einfach. Deshalb werde ich euch jetzt nicht alles einzeln sagen. Und dann beginnen wir das einfach in China. Also quasi wie immer. Und da haben wir den Neuraxwurm. Neuraxwurm aufgetaucht. Androstress ist ein Neuraxwurm, der seit Jahrtausenden unentdeckt geblieben ist. Nachdem Menschen seinen natürlichen Lebensraum betreten haben, breitet er sich aus. Also wir haben hier einen Wurm. Wenn wir hier auf Krankheit gehen, dann seht ihr auch schon, ja, das kleine Würmchen da, das sich am Gehirn festkrallt. Und wenn wir hier uns ein paar Punkte holen und eben Arzneimittelresistenz holen, dann seht ihr auch, der breitet sich dann so ein bisschen aus im Gehirn. Und ja, wie gesagt, ich habe das schon mal durchgespielt auf einfach. Und es ist eine ziemlich, ziemlich interessante Seuche, weil es komplett andere Upgrades gibt. Also Übertragung, Symptome sind auf jeden Fall anders. Fähigkeiten sind relativ ähnlich, bis auf 4 trojanische Flieger und da kommen noch ein paar andere Sachen. Wir haben hier Symptome. Ja, das ist ein einziges, was wir da holen können. Dann haben wir verschiedene Übertragungen. Und da würde ich auch gleich beginnen. Und zwar holen wir uns einfach alles hier einmal. Und dann war es auch mit den Punkten. Mehr haben wir nicht. Und ja, der breitet sich dann hier aus. Ihr seht, das ist schon ein bisschen länger geworden. Und das wird dann halt immer mehr bis zum Schluss, wo dann eben das ganze Gehirn einfach komplett umzogen ist von diesen Fäden da. Und dann würde ich sagen, wir holen uns hier noch wellenförmige Bewegung. Und Leichenfresser bräuchten wir jetzt noch nicht. Erhöhte Mutationschance, das klingt ganz gut. Und ich glaube, davon holen wir uns auch gleich die zweite Stufe. Und zwar hier. Stufe 2. Es gibt keine dritte Stufe, was ein bisschen merkwürdig ist, weil es von ziemlich vielen Sachen auch eine dritte Stufe gibt. Aber gut. Und ihr seht, die Fäden hier sind länger geworden und es sind jetzt auch mehrere. Fest der Liebe in China, das erhöht natürlich die Infektionsgefahr. Wir haben 226 Tote hier in Brasilien. Und wir haben unsere erste Übertragung mutiert. Und zwar Insekt 1. Ja, es erhöht halt eben eine Ansteckungsgefahr in heißen Ländern. Ich würde mir auch ganz gerne Vogel 1 holen, obwohl das hier beim Noraxwurm gar nicht mal nötig ist. Weil wenn wir hier hinten die Fähigkeiten suchen, und zwar hier den trojanischen Flieger, dann können wir hin und wieder die Leute quasi dazu bringen, in ein Land hineinzureisen. Und ich glaube, das ist völlig unabhängig, ob die Grenzen offen sind oder ob es überhaupt einen Flughafen gibt. Vogel 1 kostet 12 Punkte. Da warten wir noch ein bisschen. Inzwischen haben wir schon Russland, wir haben auch Indien. Und dann holen wir uns hier Vogel 1. Und da haben wir noch ein paar Länder mehr. Wasser 1 mutiert, das ist natürlich sehr schön. Haben wir eben eine höhere Ansteckungsgefahr in feuchten Ländern sowie eben Übertragung auf Schiffen. Und jetzt geht richtig die Post ab. 10 Millionen, 15, 17, ja, jetzt kann man gar nicht mehr mitzählen. Also ganz viele Millionen an Leuten sind infiziert. Und machen wir mal noch Nagetier 1 einfach so.
Leichenfresser noch nicht. Machen wir mal Eier 2. Sehr großer Vogelzug erwartet. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich die Punkte hier zusammenbekomme. Besorgniserregende Krankheit breitet sich aus. Wir wurden entdeckt. Ich würde aber ganz gerne Vogel 2 hier noch holen. Und danach genetische Verhärtung 1. Ja, außergewöhnliche Vogelwanderung. China startet Arbeit an einem Heilmittel. Das müssen wir natürlich verhindern. Und ihr habt es auch gesehen, es verbreitet sich immer mehr übers Gehirn. Und wir haben tatsächlich noch gar keine Symptome hier. Ich würde mal gerne Trojanischen Flieger 1 und 2 machen, damit ich euch das mal zeigen kann. Ihr seht hier, ich stoppe das mal ganz kurz. Wir haben hier dieses Symbol, das können wir gedrückt halten und dann können wir es in ein anderes Land ziehen. Beispielsweise hier die Karibik. Und dann fliegt da eben ein größeres Flugzeug halt hin, so ein anderes, orangenes. Und wenn es da landet, sind da halt schon eine ganze Menge, ihr seht, 200, fast 300 Infizierte. Und Leichenfresser 1 wurde mutiert. Ist ganz okay, denke ich mal. Trojanische Flieger 3 hole ich mir. Trojanische Reisende. Trojanische Zerstörer. Machen wir mal Trojanische Reisende erstmal. Ja, und es kommt halt immer wieder vor. Ihr seht, das ist auch orange. Ja, das ist nicht schwarz oder rot, sondern das färbt sich tatsächlich orange. Wir haben hier noch eins. Ich würde sagen, diesmal gehen wir nach Grönland. Grönland, komm schon. Grönland, Dankeschön. Andere Stress nur ein weiterer Parasit. Ja, sei nicht besorgniserregend. Ja, es hat noch keine Symptome, keine Sorge. Und Grönland, ja, direkt 750 Infizierte. Ist natürlich sehr schön. Genetische Verhärtung 2, Trojanischer Zerstörer 1. Da gibt es nochmal die Zweitstufe dazu. Das würde ich mir ganz gerne holen. Also dadurch erscheinen diese Zeichen da eben häufiger. Das heißt, wir könnten noch mehr Länder schneller infizieren. Und dementsprechend sieht es ziemlich gut aus hier in Grönland. Über 950 Infizierte. Da haben wir noch eins. Und ich würde ganz gerne hier nach Madagaskar. Und da haben wir 100, fast 200. In den ganzen Punkten würde ich jetzt langsam mal die Symptome anfangen. Also wir gehen hier einfach mal nach oben. Ich weiß, dass links unten etwas sehr Tödliches ist und da werde ich jetzt mal hier entlang gehen. Und zwar hier nach unten, Verzweiflung und ja, das da. Zudem werden wir hier auch mal nach oben gehen und auch Hingabe holen, weil dann können wir nämlich die Forschung quasi komplett abschaffen. Weil wir die Opfer quasi so beeinflussen, dass eben keine Forschung mehr betreiben wollen. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte das kostet. Da haben wir es. Transzendenz. Der Noraxwurm wird als unsterblicher Gott angesehen. Das wollen wir auf jeden Fall. Und ihr seht, das hat sich schon sehr stark verbreitet hier. Brasilien bei Heilmittelforschung führend. Das sieht man nicht so gerne. Ansonsten verbreitet sich es gar nicht mehr so gut, muss man mal sagen. Also wir haben hier, ja, wir haben schon einige Länder infiziert, Weltverlauf. Ihr seht, da war gerade eben so eine Kurve drin. Wir haben etwa die Hälfte infiziert. Und jetzt holen wir uns Transzendenz. Ja, holen wir uns das hier einfach, keine Ahnung. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Oh, wir haben noch ein weiteres. Das würde ich jetzt ganz gerne mal nach Island schicken. Insekt 2 mutiert, das heißt, in den heißeren Ländern wie Afrika sollte es auch langsam schneller gehen.
Währenddessen werde ich hier auch mal ein paar Sachen holen, zum Beispiel Leichenfresser 2, Wasser 2 und dann könnten wir hier nochmal Wasser 3 holen, obwohl es halt dieses andere Symbol da hat, aber okay. Ja, und das ist der Noraxwurm, das ist ziemlich interessant, würde ich sagen. Und soweit ich weiß, bringt er kaum Menschen um. Da Infizierte verehren andere Stress, mit andere Stress infizierte Menschen berichten von Visionen der Verzückung und einer neuen Herrenspezies. Ohne ein Heilmittel ist das Leben, wie wir es kennen, vorüber. Ja, das heißt, einige geben quasi schon die Forschung auf. Und ich würde sagen, wir holen uns das da noch. Und eigentlich sollten wir auch uns Arznei mit Resistenz 2 holen. Gehen wir hier mal nach Zentralafrika und infizieren da mal. Okay, wir haben eine Menge Punkte, dann holen wir uns hier Arznei mit Resistenz 2. Und ich würde sagen, hier Wasser 3, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und jetzt läuft es auch langsam. Neuguinea hat keine Infektion. Da schicken wir dann doch direkt ein Flugzeug hin. Es ist ein ziemlich guter Erreger, muss man sagen. Aber jetzt sieht es gut aus. Ja, wir haben keine Länder, die nicht mehr infiziert sind. Jetzt geht es nach oben. Kleine, keine Ahnung. Wahrnehmungsverschiebung, Symptom mutiert. Andro Stress hat das KI, kleine Wahrnehmungsverschiebung, Symptom ohne DNS-Punkte mutiert. Oha. Schaut es euch an. Der Noraxwurm hat schon das gesamte Gehirn hier übernommen. Braucht noch ein paar Symptome mehr, die vielleicht noch nicht unbedingt tödlich sind. Hier sind auf jeden Fall einige, die die Forschung verlangsamen. Koma, deutlich schwerer zu heilen. Apraxie, äußerst schwer zu heilen. Also um die Forschung eben zu verlangsamen. Und da hätten wir etwas Tödliches. Und ja, inzwischen wähle ich halt irgendwelche Sachen, die noch nicht unbedingt tödlich sind, weil wir noch einige Leute hier haben. Ich würde das mal tatsächlich nach Kanada schicken, weil da ein paar wenige Leute sind. Grönland. Ich hätte es vielleicht nach Island schicken sollen. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, aber da haben wir noch eins. Und da haben wir eine Menge. Algerien bombardiert infizierte Städte. Ja, hat nicht geklappt. Das sind trotzdem eine halbe Million, die hier jetzt noch sind. Nagetier 2 Übertragung. Moment. Ich schau mal kurz. Island, Grönland. Sehen eigentlich ganz gut aus, aber ich schicke mal trotzdem noch mal eins nach Island. Um es eben noch ein bisschen zu beschleunigen. Dann haben wir noch eins, auch wieder nach Island. Dann schauen wir mal kurz, Island und Grönland sind noch nicht infiziert. Also, oh, hier ist was auf Englisch. Also ist nicht alles übersetzt worden. Holen wir uns noch das da und das. Androstressgene manipuliert, das ist natürlich schlecht. Aber wir haben praktisch die gesamte Weltbevölkerung jetzt infiziert. Ja, die gesamte Menschheit ist infiziert. Und ja, jetzt haben wir hier noch eins. Packen wir das mal dahin. Androstress versklavt die Menschheit. Ganze Welt huldigt Androstress als Gott und Meister. Es wird nicht mehr versucht, die Seuche zu heilen und die Menschheit betritt eine finstere Zukunft der Versklavung. Ja, das ist auch ein Ende, das man eben haben kann. Man muss nicht alle umbringen. Man kann auch einfach die gesamte Menschheit versklaven. So sieht der Weltverlauf aus. Ist ganz gut, bis auf das am Anfang. Heilungsverlauf, ich glaube, das war so bei 35, ja, vielleicht sogar 37%. Also ganz gut. 502 Tagen. Ich glaube, das hatten wir schon des Öfteren tatsächlich.
Und damit DNS-Sequenz komplex, Schwierigkeitsgrad normal, Krankheitstyp Noraxwurm, Zeit 502 Tage, Heilmittelfortschritt 35%, Bewertung 23.617, 610 Punkte und damit 3 von 5 Sternen. Ist halt auf normal, deshalb ist das eben so. Jetzt möchte ich mal ganz gerne schauen. Nein, tatsächlich haben wir nicht den Necro-Virus freigeschaltet. Vielleicht muss ich das doch auf einem höheren Level freischalten. Aber egal, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!